Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Downzone. Wir sind ja letztes Mal hier reingekommen und sind jetzt auf dem Weg quasi zu den Herrn Hamashi. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo finde ich Herr Hamashi? Nein, geht schon. Wo finde ich Herr Hamashi? Herr Hamashi befindet sich in seinem Büro im dritten Stock. Er hat dort gerade eine Besprechung. Wenn Sie einen Termin haben, warten Sie bitte hier. Ich gebe Ihnen dann Bescheid, wenn er fertig ist. Ne, wir warten nicht hier. Ich muss ein dringendes Wort mit Herrn Hamashi reden, aber laufend hat er Besprechungen mit seinen Angestellten. Angestellte, die ich im Überring noch nie hier habe arbeiten sehen. Ich frage mich, was für eine Funktion die überhaupt erfüllen. So viele Fragen, keine Antwort. So, mal gucken. Okay, ist ein leerer Büroraum. Was? Was? Ihr hier? Stopp! Stehen geblieben! Was ist denn hier für ein Tumult? Ach verdammt, noch einer! Das ist unsere Chance, sie loszuwerden. Was wollt ihr hier? Angriff! Den zeigen wir es. Ihr schafft das, Jungs. Mein Krater hat wieder eine Macke, der rennt hier hinterher. So. Ja, du schaffst es. Wir machen die fertig. Boah, die sind aber ganz schön hartnäckig. Oha, schön wird. Schön ist fast am Abgrund. Na komm schon. Oh, stell mal den Kampf vor, eine Handvoll Steine, dass sie ständig Steine in einem Flur aufsammelt oder dabei hat und ständig auf den Typen andreschert. Dass sich auch keiner wundert, dass wir hier kämpfen. Na gut, in der Schule haben wir auch gekämpft, das hat auch keinen gejuckt. Wobei ich sagen muss, 4 gegen 2 ist schon etwas unfair. Okay. Wie scheint, sind die erstmal K.O. Läuft doch genau wie wir es uns das vorgestellt hatten. Wir sollten sie jetzt aber besser nicht hier liegen lassen. Wäre nicht so geil, wenn sie jemand entdeckt. Versuchen wir irgendeine Ecke zu finden, wo sie sich verstecken können. Okay. Der Konferenzraum ist geschlossen. Wie wäre das mit diesem Zimmer? Nein, nicht hier. Yep, ich finde den Raum hier auch nicht wirklich gut dafür geeignet. Okay.
ein. Wie willst du da jemanden bitte schön verstecken? Hm, die Ecke ist nicht ganz so. Ja, für den Mund sind die hier bestimmt ganz gut versteckt. Gehen wir sie holen. Wir sollten sie hin. Ja. Lalalala. So, das wären dann die ersten. So, hier legen sie hin. Okay. Gut, Zimmer 22 verschlossen. Hallo? Ich bin dafür zuständig, die verschiedenen Unterlagen hier einzulagern. Wenn irgendwo bestimmte Belege gebraucht werden, hole ich sie auch von hier und bringe sie den Kollegen. Das ist ja langweilig. So einen Job würde ich nicht haben wollen. Ich habe hier heute ein Vorstellungsgespräch. Ich frage mich, ob ich der Einzige hier bin. Haben die gar keine anderen Leute eingeladen? Sieht nicht so aus. Zimmer 21. Immer das gleiche. Akten wälzen und nochmals Akten wälzen. Aber ohne unsere Arbeit könnte die ganze Firma dicht machen. Organisation ist ja sowas von wichtig. In der Kiste findest du 5-mal Handschuhe. Okay. Ich mag die Arbeit hier. Hauptsache keine Kisten schleppen. Da schleppe ich lieber ab und an ein paar Akten. Ich habe zu tun. Was wollt ihr überhaupt hier? Habt ihr einen Termin? Nein. Na doch, irgendwie indirekt schon. Die Rechnung von Genji kommen hierhin. Die Lieferungsscheine der letzten Schraubenlieferungen müssen auch noch abgeheftet werden. Und wo sind die? Entschuldigt mich bitte. Ich habe gerade so gar keine Zeit. Okay. Viele Leute fürs Sekretariat. Also. Kann man irgendwo hin? Anscheinend nicht. Oh, da liegt was. Ke und weiter. Krempel. Kinkerlitzchen. Kram. Kiefers. Katastrophal. Nerviger Papierhilfe. Es gibt so viele Wörter, die die Bilder beschreiben. Wow, du hast zu viel mein Wortschatz-Coach gespielt, wa? Und du zu wenig. Ich lasse lieber Taten sprechen. Und postwendend lässt Shin das Bild im Beutel verschwinden. Bevor hier die nächste Besprechung stattfindet, muss ordentlich durchgeputzt werden. Und Besprechungen finden hier laufend statt. Für mich heißt es also mal hurtig. Jo, ich bin der Chef, ich kann jetzt alles sagen. Wir haben jetzt die erste Besprechung. Bitte setzen Sie sich alle hin. Wir klären jetzt, dass wir statt Autoteile verkaufen, Pizza herstellen. Sie haben heute gesehen, im Kiosk einer Bahnhofsecke ist er dann dicht gemacht worden. Das ist ein Anzeichen, dass wir offensichtlich keine guten Pizzabäcker um die Ecke haben. Also Leute, macht Vorschläge, wie wir die beste Pizza machen können. Nein? Keine? Mann, seid ihr alles unzuverlässig. Ich komme in der nächsten Besprechung wieder. Diese Mitarbeiter, ne? Lalalala, einfach mal dumm herumgucken. Einfach mal gucken, was es hier so gibt. Also, es sind 8... Nein, 10. Nein, 11 Tische. Und es gibt nur 3 Stühle. Mann, haben die echt Mangel an Stühlen. Jo, ich will mich hinsetzen. Ich muss hier was lesen. Scheiße, ich hab keinen Stuhl. Hallo? Okay, ist nichts.
Jetzt müssen wir nur noch kurz zu Hamashi, dann können wir uns auf den Weg machen. Diese Typen! Überraschung! Ihr! Was wollt ihr hier? Wir wollten Ostereier verschenken. Hey, die wollten doch zu Hamashi. Wir sollten sie schnappen. Merkt euch, wo sie hinlaufen. Schnell, wir müssen sie schnappen, bevor sie Alarm geschlagen können. Sie sind jetzt hier hingelaufen, ja? Ich wette, einer ist jetzt hier hingelaufen. Ja, ich hab's geahnt. Ah! Den machen wir jetzt erstmal fertig. Verdammt, was ist das? Welcher ist jetzt der echte von den Typen? Der nicht durchsichtig ist? Aber geil, dass man diese Trugbilder auch offenbar treffen kann. Ich frage mich, wie lange solche Fähigkeiten halten. Okay, wir sind am Arsch. Wortwörtlich. Die Orangensaft, ja. Gummibärchen für dich, ja. Item. Verwirrte. Gibt die Kraft. Aha. Wir schaffen das. Diese zwei Trugbilder sind schon mal weg. Jetzt bist du vollkommen allein da wieder. So wie ich sein sollte. Wobei das auch wieder vor Unfall ist, weil 4 gegen 1. Du hast gewonnen. Yay! Also der ist weg. Ist er jetzt tot? Haben wir den jetzt getötet? Das war nur einer. Wo ist verdammt nochmal der andere? Wir sollten uns beeilen und ihn finden. Ich meine, die anderen beiden sind K.O. gegangen, aber der ist jetzt... Puff. Haben wir den jetzt getötet oder... Wo ist der hin verschwunden? Ich guck mal herum. So Leute, habt ihr schon eine Vorstellung gefunden? Für die Pizza? Nein, immer noch nicht. Hab ich mir gedacht. Also hier scheint der Typ nicht zu sein. Er kann gar nicht weit gekommen sein. Verschlossen. Okay, da drin ist auf jeden Fall nicht. Da ist er auch nicht. Verschlossen. Okay. Nochmal hier gucken. Ah, da oben in der Ecke. Das war jetzt der zweite. Jetzt lasst uns weitergehen. Sehen wir zu, dass wir das hier schnell hinter uns bringen, bevor das hier noch chaotischer wird. Okay. Die Leute rasten hier gerade ziemlich aus. Hilfe! Okay. Hilfe! Okay. Hilfe! Ich hab auch ja nichts. Was zum. Also ist er doch tot, oder wie? Hilfe! Also haben wir den jetzt umgebracht, weswegen die jetzt in Panik verfallen?
Okay, ich denke mal, wir gehen mal zwischendurch mal speichern. Ja, wir speichern mal hier rauf. So, es geht jetzt mal weiter. So, wir haben jetzt diese zwei Gruppen schon hinter uns. Und einmal die Leute verschreckt quasi. Haben die immer noch drin herum, wenn ich reingehe? Ja. Okay, ich nehme an, ich habe einen Mord begangen, wenn die sich so benehmen. Weil von ihm ist ja nichts übrig geblieben. Das wird nicht einfach. Ja, seit die uns auf Pamori entwischt sind, hat sie niemand mehr gesehen. Die könnten mit ihrem verdammten Ballon überall hingeflogen sein. Wo sollen wir da anfangen zu suchen? Direkt vor eurer Nase, schlag ich vor. Psst. Aber Hamashi steigt uns aufs Dach, wenn wir sie nicht bald finden und aus dem Weg räumen. Das ist mir auch klar. Er drängt uns aber auch nur so, weil er wiederum auch Ärger bekommt. Also, wo wollen wir jetzt schon... wo wollen wir jetzt suchen gehen? Wir sollten einfach nochmal die verschiedenen Außenposten in Shizao, auf Mido und Pamori abchecken. Vielleicht hat sie dort jemand gesehen. Wo waren eigentlich die anderen alle? Ich dachte, wir sollten alle zur dieser Besprechung kommen. Keine Ahnung. Hamashi wird sie schon zurechtweisen, wenn sie hier auftauchen. Lass uns gehen. Dum, dum, dum. Also, wir können natürlich jetzt in diese Richtung gehen, aber ich gehe erstmal in die umgekehrte Richtung, weil ich mich erstmal hier umsehen will. Kurse gestiegen. Eastern Ordenstöpsel. Kurse gefallen. Show Shizao Apfel in bla bla bla. INC. Kurse gestiegen. Mac 24 Kaffee. Kurse gestiegen. Mana NC. Kurse gestiegen. Ach Mist, ich habe einfach die falschen Aktien. Pausen sind wichtig, um die Augen und Gelenke auszuruhen. Danach kann man meist mit einem neuen Elan wieder in die Arbeit starten. Puh, obwohl ich hier gerade nur ein Praktikum mache, werde ich schon voll eingespannt. Das ist ja eigentlich was Gutes, aber manchmal würde ich mir doch etwas weniger anspruchsvolle Aufgaben wünschen. Ich hätte nichts dagegen, auch mal einen Käffchen Kaffee zu kochen. Heute wollte ich ein bisschen früher Feierabend machen. Ich muss darüber noch mit Herrn Hamashi reden. In solchen Dingen ist er meist sehr kulant. Deswegen mache ich mir nicht allzu große Sorgen. Was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Die Tür ist erschossen. Im Ernst? Sie sind da rein und dann die Türen sind sich geschlossen? Feige Sauer, ich wollte sie von innen angreifen. Ich dachte, das wäre ein Überraschungseffekt. Ich hoffe, die sind jetzt schon aufgehauen. Jo. Die macht wohl gerade ein Nickerchen. Ach, die bekommt aber wahrscheinlich gar nichts mehr mit. Du findest dreimal Ammoniak in der Kasse, okay? Eine einzelne Person und ansonsten ist hier keine Sau. Jo. Das ist Arbeit. Mist. Die Tür war erschlossen. Ey. Ohne Scheiß. Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr nochmal rausgelaufen, nur um dann wieder reinzukommen? Was? Ihr seid hier? Das ist unsere Chance. Hey, das ist mein Text. Jetzt seid ihr dran. Wie könnt ihr nur so dumm sein, hier aufzutauchen? Wird sich zeigen, wer hier dumm ist. Wie sind die da? Die Tür war abgeschlossen. Und die sind eigentlich in die Richtung gegangen, stehen, die sind abgehauen. Gott zum Henker. Die Typen verarschen mich. Die haben gewusst, dass ich von hinten angreifen will.
Die mache ich fertig. Die sind doch ein Hindernis für mich. Orangensaft. Das war einmal. Granate. Schutzschild wird. Okay. Anfeuern. Einen haben wir schon mal hinter uns. Jetzt kommt der nächste. Nochmal. Immer noch nicht fertig. Siehst du? Hat er gesagt, immer noch nicht fertig. Jetzt dürft nur noch Hamashi übrig sein. Und wir erfahren vielleicht endlich, wo unsere Freunde sind. So, können wir erstmal wieder speichern. Ja. Okay. Wir sind soweit gekommen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns diesen Typen Hamashi vornehmen. Bis dann!